du bist auch schon da. Hi, ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe. Und all das kann ich mir nur leisten, weil ich meine Klienten nach Strich und Faden natürlich bescheiße. Dranbleib. Das ist mein Geständnis. Mein Leben sieht so aus, dass es Zucker vom Himmel regnet. Das sieht man auch. Und dass ich Millionen unter dem Bett bunkere, weil ich ja ein ganz mieser Betrüger bin. Und ich wollte das jetzt einfach mal auf YouTube auch klären. Ja, natürlich, jeder Energetiker ist Betrüger und ist eigentlich so ziemlich das Mieseste von überhaupt. Hat überhaupt keine Fähigkeiten, außer vielleicht Leute zu manipulieren und sie glauben zu lassen, man sei was Besonderes. Man ist Gefährder von kranken Menschen, man ist Kurpfuscher, man ist Betrüger, wenn man es nett ausdrücken möchte. Und das ist jetzt mal so ein Geständnis als Energetiker. Als jemand, der 20 Jahre lang mit Menschen arbeitet, der nach Aussagen der Menschen vielen schon geholfen hat und der, soweit ich weiß, noch niemanden ins Armenhaus geschickt hat. Wieso hat es sich so eingebürgert, und das ist jetzt mein Punkt eigentlich, wieso hat es sich so eingebürgert, dass es en vogue ist, vom Journalistischen her, von der Meinungsbildung her, auf Energetiker, auf diesen Berufsstand einzuprügeln. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was angeboten wird. Aber das kann ich über jede andere Branche genauso sagen. Und das ist ja eben so der Punkt. Es ist anscheinend völlig in Ordnung, wenn jemand eine Schlagzeile über einen Energetiker bringt, so und so viel, tausende Euro hat da was gekostet und alles Betrug, oder es ist jemand durch eine alternative Therapie gestorben. Und das sind alles dann diese Headlines, wo es heißt, ja, das ist alles Scharlatanerie oder noch dazu Gefährdung. Und was ich da einfach mal sagen möchte ist, jeder Mensch sollte seine Grenzen kennen und sollte wissen, was kann er, was kann er nicht. Wenn zu dir ein Installateur kommt und sagt, okay, da braucht man jetzt einen Elektriker, dann weiß der, okay, das ist nicht sein Fachgebiet. Und genauso etwas sollte man sich bei der Energetik auch wünschen. Denn Abzockerei, Boshaftigkeit kommt in jeder Branche vor, würde ich sagen. Und da braucht sich keine Branche ausnehmen, da gibt es überall diese schwarzen Schafe, die überraschenderweise mehr Geschäft machen wollen oder leichter zu Geld kommen wollen. Und das ist völlig in Ordnung. Jeder hat so sein Ding und jeder hat so seinen Weg. Aber es liegt natürlich auch am Kunden und an der Eigenverantwortung zu sagen, Momental, was ist da jetzt Wert gegen Wert, wieso kostet das so viel, beziehungsweise gibt es irgendwo ein zweites Angebot, wo ich das vielleicht noch anders kriegen kann. Nur weil jemand, der auf der energetischen Ebene arbeitet, mit etwas Unsichtbarem arbeitet, heißt es nicht, dass das Scharlatanerie ist. Und ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen ein netterer, offenerer Diskurs darüber geführt wird und dass man nicht automatisch die Esoterik gleich mal basht oder genauso die Religion gleich mal basht. Das kommt mir immer so vor, das ist so die Rache des wissenschaftlichen Geistes an der Religiosität, dass die Kirche damals noch die Wissenschaftler, die ersten irgendwie als Ketzer gebrandmarkt hat und verbrannt hat. Also ich finde, man sollte da ein bisschen offener sein und man sollte noch einmal erkennen, dass sich Energetik, Esoterik nicht mit dem Äußeren, was man sehen kann, abspielt, aber mit der Wirkungsweise. Und nachdem ich schon mal am Meer bin, möchte ich dir ein kleines bisschen Wirkungsweise mal verdeutlichen. Wenn du jetzt hier so zum Meer schaust, dann kann man sagen, na gut, das ist Salzwasser, das ist viel Wasser. Oder der Sandstrand, das ist viel Sand. Aber wie wirkt das auf dich? Was ist die Wirkung? Vielleicht Entspannung, vielleicht Urlaub, vielleicht fühlst du dich wohl dabei. Und das ist doch das... Das ist doch die Essenz der ganzen Geschichte. Es ist doch wichtig und gut und richtig, diese Wirkungsweise einfach einmal wahrzunehmen, und damit beschäftigt sich die Energetik.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich fühle mich auf einer Ebene nicht wohl, dann kann das natürlich körperlich sein, dann kannst du einen Arzt brauchen, dann ist es vielleicht psychisch, dann brauchst du einen Psychologen, der sich da auskennt. Aber es kann auch, und das ist die Annahme der Energetik, aus der energetischen Ebene kommen. Die Energetik hat andere Modelle als die Psychologie oder die Schulmedizin. Aber es gibt Modelle, und zwar Modelle, die sich schon seit Jahrhunderten bewährt haben. Aber, und das ist jetzt wichtig, diese Modelle gehören natürlich genauso studiert. Und das ist mein Aufruf an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich als Energetikerinnen und Energetiker betätigen. Bitte verstehe deine Materie. Bitte beschäftige dich damit. Wenn du jemand bist, der nach dem ersten Wochenendseminar sich bemüßigt fühlt und sagt, er kann diese Liebe jetzt weitergeben, die er empfangen hat, das ist ein normales High, das hat man einfach mal, wenn man da anfängt. Aber sammle Erfahrungen. Lerne gewisse Gefühle für dich selber auch besser einzuordnen. Und dann kannst du ganz anders und viel klarer für deine Klienten da sein. Und zum Abschluss noch einmal zu den Skeptikern. Wofür verlangt ein Energetiker eigentlich Geld, wenn das eh alles so Scharlatanerie ist? Es fragt keiner, wieso verlangt ein Installateur 70 Euro Anfahrtskosten? Wieso verlangt jemand Geld für die Arbeit? Wieso kostet Brot Geld? Das versteht jeder, aber auf einmal, wenn es eine persönliche Dienstleistung ist, wird das schon schwammig. Da glaubt man dann, okay, da nutzt jemand was aus oder da wird wer abgezockt. Also, wie funktioniert Preisgestaltung bei der Energetik? Es ist relativ einfach. Ich rechne das in Lebenszeit ab. Ich rechne nicht ab, behandle ich energetisch eine Wirbelsäule oder schaue ich mir da zwischenmenschliche Themen energetisch an. Oder womöglich wirklich so klassische energetische Themen, wo ich sage, okay, da sind vielleicht irgendwelche Besetzungen, irgendwelche Gedankenmuster, irgendwas da, was gelöst gehört. Also für mich ist es immer Stundensatz. Die Stunde kostet das und das und da arbeite ich energetisch an einem Klienten oder mit einem Klienten zusammen. Meine Seminare sind natürlich für den Einzelnen günstiger, weil mehr Stunden zusammenkommen, rein von der Arbeitszeit, aber das rechnet sich dann über die Masse und das rechne ich dann um auch teilweise in Kursen, die ich besucht habe. Ja, auch ich habe dafür gezahlt, dass ich eine Ausbildung habe, sogar mehrere Ausbildungen. Und ich finde das auch wichtig, dass man sich was anschaut, denn die Intuition alleine reicht meines Erachtens nach nicht, um das beruflich auszuführen, da gehört schon mehr dazu. Ich finde es nur schade, wenn man manche Meinungen liest, auch gerade von Journalisten, die halt glauben, ah, da ist ein Esoteriker, lass ihn uns an den öffentlichen Scheiterhaufen zurren und verbrennen. Da kriegen dann so quasi die Pseudoreligiösen und Sekten und Aluhutträger und egal was noch, Wirklichkeitsverweigerer, dann richtig mal ihr Fett ab, ist das nicht toll. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da, teile es einfach mal. Schreib mir in die Kommentare, was du erlebt hast, wenn du Energetikerin, Energetiker bist, an Ablehnung oder Missverständnissen. Ich bin gespannt. Und wie du darauf reagierst natürlich. Also, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Alles Gute. Aus dem wunderschönen Italien, dein Oliver Jahren.